Hallo liebe Bastelfreunde, heute möchte ich euch mein Fotoalbum vorstellen, mit welchem ich auch bei dem 500 Mitglieder Contest meiner Scrapbook-Gruppe bei Facebook teilnehmen werde. Hier seht ihr als erstes eine kleine Blüte, die habe ich aus dem Seal Store mit meiner Silhouette Cameo ausgeplottert, dann mit etwas Bastelleim eingeschmiert, sage ich jetzt mal, eingepinselt und dann die einzelnen Blütenblätter so hochgebogen. Dadurch haben sie, durch den Leim, haben sie ein bisschen mehr Stabilität. Danach habe ich noch ein bisschen Glitzerspray drüber gegeben. So, dann sehen wir hier noch ein Holz-Embellishment und ein Metall-Embellishment. Wobei dieses Metall-Embellishment ist von einer Kerze. Es war um eine Kerze herum gewickelt und ich habe es halt klar weiterverwendet. So, dann seht ihr hier dieses, ja, ich sag jetzt mal, diese Klammer. Die habe ich mir auch auf meiner Silhouette Cameo so zurechtgefummelt, sage ich jetzt mal. Und habe zwei von diesen Klammern untereinander gesetzt und habe damit die Seiten so ausgeschnitten oder ausschneiden lassen. Dann habe ich die noch natürlich noch mit gedistressed mit einem bräunlichen Stempelkissen. Und dann habe ich diese Kordel, die ist von einer Tragetasche, von so einer dicken Papptragetasche, die jeder zu Hause hat. Die habe ich hier drunter schon angeklebt und dann einfach nur dieses braune Papier drüber geklebt, sodass es nicht so auffällt. Ja, dann sind hier noch kleine Stickers, Memories. Dann habe ich hier noch dieses Tor, das ist direkt aus einem Bogen gewesen, ausgeschnitten und mit 3D-Pads aufgeklebt, sodass es ein bisschen erhaben ist. Des Weiteren habe ich noch ein paar Aufkleber draufgeklebt, die sind von Aldi. Die Ränder sind auch alle gedistressed mit der bräunlichen Farbe. Ja, das ganze Fotoalbum ist 24 cm mal 24 cm und so eine Seite ist jetzt hier 16 cm breit. So, dann mache ich das. Ach nee, erst zeige ich euch die Rückseite, das ist dann einfacher, wenn es noch zu ist. So, das ist die Rückseite. Da habe ich ein bisschen Washi-Tape. Das ist auch so ein ausgeschnittenes. Also aus dem Papier ausgeschnitten, da waren so eine einzelnen Teile, die man ausschneiden konnte. Hier habe ich Knöpfe, wobei mir der Handmade-Knopf natürlich super gut gefällt. Dann sind hier noch kleine Aufkleber. Hier ist noch mein neuer Stempel. Ja, nochmal ein Aufkleberchen. Da oben auch Aufkleber. Ja, das ist halt die Rückseite von dem Fotoalbum. So, dann öffne ich das Ganze jetzt. Einfach verknoten mit einer Schleife. Das kann man dann einmal nach links öffnen und dann nochmal nach rechts. Aber rechts zeige ich euch danach. Ja, auch hier, das habe ich auch ausgeschnitten. Das Ganze ist übrigens ein Block gewesen von der Theresa Collins. Ich weiß gar nicht, wie viele Bögen da drin waren. 8 oder 10 so in dem Dreh. Diese habe ich auch alle aufgebraucht. Also ist nicht sehr viel übrig geblieben. Ja, da ist noch ein kleiner Aufkleber. Ansonsten habe ich hier einen Kreis ausgespart. Wieder die Ränder gedistressed. Halten tut das Ganze mit, wie man hört hier, mit Magneten. Die sind im Papier versteckt natürlich. Also genau da drunter, unter dem Runden. Ich klebe mal gerne was drüber über die Magneten, weil wenn man das öfter öffnet und schließt, dann rubbelt sich das Papier so ein bisschen ab auf der Stelle. Und deswegen mache ich da nochmal was drüber. Ja, auch hier ein das ist ein Aufkleber. Der wiederholt sich hier und hier unten nochmal. Ansonsten ist das Papier hier mit Pünktchen auch allerliebst. Ja.
So, dann schließe ich die Seite. Zack. Dann gehen wir auf die rechte Seite. Auch die ist in der Breite 16 cm. Hier unten ist noch ein kleiner Aufkleber. Wie dort oben auch. So, auch hier wieder die Klammer, die sich im ganzen Fotoalbum wiederholt. So, dann hat man die Seite. Die kann man jetzt auch nochmal so lang klappen. Also hier hat man viel Platz für Fotos. Und ein kleiner Aufkleber ist noch unten drunter. So, das ist auch wieder so eine also ein Bogen war dabei, da waren halt diese Teile, sage ich jetzt mal, zum Ausschneiden. So, die beiden habe ich mit einem Brett befestigt, sodass die beweglich sind. Dann kann man ein bisschen Journaling da drauf machen und ansonsten kann man darunter halt dann Bilder aufkleben. Hier unten sind noch wieder ein paar Aufkleber. Und dann geht es schon an die nächste Seite. Das ist mein absolutes Lieblingspapier gewesen aus der Kollektion. Oder ist es immer noch nicht gewesen. Oben gedistressed und hier unten befindet sich dann wieder meine Klammer, die ich so ein bisschen erweitern musste, weil das hier sehr viel breiter war. Dann sind hier zwei Birds, die sind aber nur zur Zierde, beziehungsweise sind da zwei Magneten drunter. Also ist wieder mit Magneten hält das. Und unter dem befindet sich dann ein sogenannter Wasserfall, der viel Platz für Bilder verbirgt. Sehr viel Platz, wie ihr seht. Achso, hier seht ihr auch Theresa Collins. Wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Papier. Bin ganz begeistert. So, dann hier wieder meine schöne Klammer, danke, die sich wieder, wie gesagt, überall wiederholt. Auch hier unten an jeder Seite. Mal ist sie sozusagen im Positiv und mal im Negativ, weil ich wirklich das ganze Papier verwendet habe. Auch hier wieder so ein ausgeschnittenes. Na gut. Und hier unten, das ist dann ein größeres. Ja, ansonsten ist das halt noch das Papier. Ja, sehr viel Platz für Bilder. So, dann kommen wir zur letzten Seite, die mir persönlich am besten gefällt. Die ist wie ein Briefumschlag gehalten. Hier auch wieder ein Brett, auch wieder ein Magnet. So, und hier wieder mein Lieblingspapier, dann wieder meine Klammern, die sich überall wiederholen, wie ihr hier seht. Und hier seht ihr auch einmal positiv, einmal negativ genau gegenüber. Und die Seite. Und die Ränder alle schön gedistressed. Das mit so ein bisschen auf Vintage getrimmt ist. Ja, ich hoffe, euch hat mein Fotoalbum gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, es zu basteln. Und ich bin auch vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis. Und freue mich schon, wenn ich dann die Bilder einkleben kann. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass ihr mir viel Kommentare drunter schreibt. Auch Kritik, konstruktive Kritik gerne. Damit ich das beim nächsten Mal alles noch ein bisschen besser machen kann. So, das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.